Willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Schwarz 2. Jo, wir sind gerade hier in der Arena von Twin Drake City. Sind jetzt kurz vorm Arena-Kampf. Um genau zu sein, sind wir jetzt sogar beim Arena-Kampf bzw. beim Arena-Leiter. So rum. Hier oben. Und sieht das nicht gigantisch aus? So, jetzt erstmal die Frage, mit wem greifen wir als erstes an? Nico haben wir momentan vorne. Und ich würde mal Nico gerne auch mal vorne behalten. Genau, wir behalten mal Nico vorne. Vielleicht kriegen wir da ein bisschen was backen mit ihm. Hoffe ich zumindest. Es wird kein leichter Kampf. Es wird, um ehrlich zu sein, ein sehr, sehr harter Kampf. Die anderen Kämpfe hier in der Arena waren auch schon hart. Und ich bin sehr gespannt, was daraus wird. Gut, let's go. Schön, dass du gekommen bist. Ich bin der Arena-Leiter von Twin Drake City, Lysandra. Als Bürgermeister strebe ich die Entwicklung der Stadt an. Als Trainer strebe ich allein nach Stärke. Im Moment strebe ich nach einem jungen Trainer, der für die Zukunft steht. Ob du mir wohl Hoffnung auf eine strahlende Zukunft geben kannst? Jetzt bin ich sehr gespannt. Was für Pokémon setzt da ein? Ich habe ja schon mal gegen den gekämpft, um ehrlich zu sein. Aber ich weiß jetzt nicht, was er für Pokémon nochmal eingesetzt hat. Chadrago, okay. Das Pokémon als erstes. Gegen dieses Pokémon haben wir schon öfters jetzt hier gekämpft. Level 46. Wie gesagt, es wird nicht einfach. Es wird wirklich nicht einfach. Ich fange mit Seer an. Wir greifen so als erstes an. Seer deswegen, weil Seer einfach eine stärkere Attacke ist. Und ich bin der Meinung, dass Nico das sowieso nicht schaffen wird. Obwohl, na gut, wenn er nur mit Stütze angreift. Na gut, Stütze hat aber auch eine hohe Volltrefferquote, muss man halt auch dazu sagen. So, machen wir mal weiter mit Psychokinese. Vielleicht kriegt das Nico doch. Ja, das sieht doch ganz. Ah, jetzt kommt Knirscher. Okay, die Sache hat sich erledigt. So, wir schicken Jonas in den Kampf. Damit Dings haben wir erstmal gut was gemacht. Wir setzen Einrollen ein. Verteidigung und Angriff erhöht sich, glaube ich, dadurch. Und in Genauigkeit war das noch, genau. Knirscher, das macht jetzt nicht so viel Schaden. Genau. So, Seer kommt. Ich hoffe, das besiegt ihn. Nicht ganz. Dann machen wir mal mit Energieball weiter. Oh, okay. Energieball deswegen, weil vielleicht hat er Beulenhelm und auch noch raue Haut als Fähigkeit. Nämlich er hat so kein Risiko. Oh. Nein. Cheat. Rückkehr. Dann gehe ich jetzt doch mal ein Risiko ein. Macht schon mehr Schaden. Okay, der hat keine Rauhaut und auch kein Beulenhelm. Der hat mir im letzten Part halt so ein Kandidat. Das war nicht gerade schön. Rauhaut und Beulenhelm ist eine heftige Kombination. So, Vergeltung. Okay, Jonas schafft das. Allerdings ist dies erst das erste Pokémon. Wir haben noch zwei vor uns. Level 44 bei Jonas, sehr, sehr schön. Gigasauger, okay. Sehr interessant. Stärke 75, Energieball hat Stärke 80. Ist jetzt die Frage, haben wir Energieball oder Gigasauger? Diese 5 Stärke, Energieball an sich, hat Energieball noch irgendwas? Denkt eventuell Spezialverteidigung des Gegners. Eigentlich macht Gigasauger dann trotzdem mehr Sinn, oder? Ich bin auch ein großer Fan von Energieball halt. Oh, ist das schwer. Ich kann euch eins sagen, in den Parts, die verloren gegangen sind, war Jonas nicht auf Level 44. Ist jetzt so gesehen für mich auch eine neue Situation. Ich habe mich für Energieball entschieden. Ich weiß nicht, ob das klug war, aber naja. So, jetzt kommt die Beldra. Das ist Michelle sozusagen. Ich möchte es mal mit Michelle probieren. Oder?
Bodendrache. Komm, wir versuchen es einfach mal. Ah nee, das war schon die Weiterentwicklung. Ach du alte Scheiße. Feuer Odin. Sehr effektiv. Uiuiui, war ein Volltreffer, sehr schön. Drachenroute. Komm, Michel. Ah, scheiße. Mist. Hätte ja sein können, dass es Michel schafft. Ah, Moment mal. Odin, Drache, ja, natürlich. Ja, wir versuchen uns mal mit Knoscher, weil. Oh, er auch. Weil Elektro ist ja überhaupt nicht wirksam auf ihn. Ja, wir könnten es schaffen. Er setzt nochmal Knosche ein. Wir überleben und Luke schafft es. Wunderbar. Auch auf Level 46. Das heißt, es muss jetzt nur das stärkste Pokémon kommen. Ein Maxas. Ich wechsle rüber mal zu Finn. Der hat noch volle KP. Mit Finn können wir eigentlich auch sehr, sehr gut angreifen. Level 48. So, als erstes Inferno probieren, damit er verbrennen. Gut. Inferno muss jetzt treffen. Shit. Nochmal versuchen. Gewissheit. Könnte viel Schaden machen. Sehr, sehr viel. Zu viel. Shit. Jonas, komm du. Jonas hat zwar nicht mal viele KP, aber ich werde ihn erstmal kurz heilen. Ich habe, glaube ich, noch eine Limonade. Das ist eigentlich eine Limonade, die wir beim ersten legendären Pokémon aufgebraucht haben. Aber da ich das erste legendäre Pokémon jetzt im Nachspiel schneller besiegt habe, habe ich die noch übrig gehabt. Blitzer. Ach du heilige Scheiße. Nein, er greift als erstes an. Mein Plan war, einrollen, dass Schlitzer überlebt. Also, dass Jonas überlebt. Scheiße. Und dann überlegen, was ich mache. Wir haben zwar noch René. Wir versuchen es mal mit René. Ja, er erhöht weiter seinen Angriff. Wisst ihr, worauf ich hoffe? Volltreffer und Paralyse! Genau, auf die Paralyse habe ich gehofft. Darauf habe ich sowas gehofft. Zitobeere? Okay. Ich dachte jetzt Amarena-Beere, dass Paralyse geheilt wird. Macht weiter den Drachentanz. René ist One-Hit-KO. Weiter, weiter, weiter. Keine Zeit für Kompromisse hier. Er setzt Drachentanz ein. Es kann aber sein, dass der Arena-Leiter noch einen Übertrank hat. Also wir sind noch nicht am Ende. Wir sind am Ende. Am Ende dachte ich, scheiße, wir müssen das wahrscheinlich wiederholen. Ich kann euch sagen, das zweite Mal gegen den Arena-Leiter war viel, viel härter als beim ersten Mal. Da bin ich viel besser durchgekommen. Ich weiß nicht, woran es lag. Keine Ahnung. Vielleicht einfach nur beim letzten Mal mehr Glück gehabt. Keine Ahnung. Das war fabelhaft. Ich danke dir für diesen Kampf. Es ist viel leichter mit Freunden ein Hindernis zu überwinden als alleine. Du hast mir in Erinnerung gerufen, was der Sinn von Pokémon-Kämpfen ist. Und das ist unser 7. Orden. Der Drachenohren? Fragezeichen? Nein, den Legendenorden. Ha! Jetzt hast du also deinen 7. Ohren aus deiner Region errungen. Von nun an werden dir alle Pokémon bis Level 80 gehorchen.
Und das hier sollst du auch noch haben. In dieser TM findest du eine meiner Lieblingsattacken, Drachenrute. Juhu, eine schöne Drachenattacke. Drachenrute fügt dem gegnerischen Pokémon nicht nur Schaden zu. Nein, die Attacke schleudert es auch zurück in seinen Pokéball. Sprich, dein Gegner wird dazu gezwungen, sein Pokémon zu wechseln. Nun gut, die Tochter von Eberhard Escher hat mir bereits von dir erzählt. Eberhard Escher ist wahrscheinlich dann dementsprechend der Vater der Professorin. Ich möchte dir die Geschichte von den Drachen-Pokémon erzählen, die einst hier in eurer Region schufen. Warte bitte draußen auf mich. Das machen wir. Drachenrute kann ich euch gleich sagen, kann Michel leider nicht erlernen. Daher macht es da jetzt auch keinen Sinn, danach zu schauen. Eventuell mit ihrer Endentwicklung, die wir ja da jetzt schon gesehen haben. Die dann hoffentlich bald kommt. Ich weiß nicht, auf welchem Level die Entwicklung kommt. Denn wir sind fast an einem Punkt erreicht, wo es wieder für mich blind ist. Immer mir nach, ich zeige dir den Weg zu meinem Haus. So, er zeigt mir den Weg, aber haut einfach ab, dass ich den Weg jetzt alleine finden muss. Wo ist denn? Wo geht's denn lang? Keine Ahnung. Ah doch, hier. Hier entlang. Warte, ich will mal kurz ins Pokécenter und mal kurz meine Pokémon ein. Das muss kurz sein. Wir haben einen super Job gemacht. Ja, an sich war eigentlich Jonas mein Plan und Finn. Weil mit denen hatte ich eigentlich beim letzten Mal die Arena ordentlich gerockt, gerade Jonas. Leider ist mir dann Jonas auch zu schnell mit Schlitzer down gegangen. Weil ich hatte halt gehofft, dass einrollen, also dass Jonas schneller ist, aber naja. So, da wären wir immer herein in die gute Stube. Nun erfahren wir was zur Geschichte der legendären Pokémon. Hier können wir in Ruhe reden. Das wird ein längeres Gespräch. Ich bitte dich also um volle Aufmerksamkeit. Vor 2 Jahren erwachten die beiden Drachen-Pokémon Zekrom und Reshiram. Das schwarze Drachen-Pokémon Zekrom strebte nach einer Welt der Wünsche, die uns neue Hoffnung schöpfen ließe. Das weiße Drachen-Pokémon Reshiram war auf der Suche nach der Wirklichkeit, die unsere Welt ins Glück führen würde. Ursprünglich waren Zekrom und Reshiram ein einziges Pokémon. Wie es kam, dass aus diesen eine Pokémon 2 wurden, fragst du? Das ursprüngliche Drachen-Pokémon half einem heldenhaften Zwillingspaar und begründete mit ihm diese Region. Doch die Zwillinge hatten sich unterschiedlichen Idealen verschrieben, dem Wunsch und der Wirklichkeit. Sie begannen sich darüber zu streiten, wer von ihnen das richtige Ziel verfolge. Dies war der Augenblick, in dem sich das Ur-Pokémon in ein schwarzes und in ein weißes Drachen-Pokémon spaltete. Obwohl das Ideal des Wunsches kein Gegenentwurf zu dem der Wirklichkeit ist und umgekehrt. Es wird vermutet, dass diese Epoche noch ein weiteres Drachen-Pokémon hervorgebracht hat, Kyurem. Der DNS-Code, der in meiner Familie von Generation zu Generation weitergegeben wird, ist ein starkes Indiz hierfür. Professor Escher könnte nämlich nachweisen, dass das Material, aus dem der DNS-Code besteht, zur selben Zeit entstand wie die Drachenstiege. Wenn jemand weiß, was für Kräfte dem DNS-Code innewohnen, habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, ihn zu bewahren. Was das dritte Drachen-Pokémon betrifft, ich bin immer noch skeptisch, ob es Kyurem wirklich gibt. Und selbst wenn, wissen wir immer noch nicht, was es genau ist. Das ursprüngliche Pokémon hat sich immerhin bereits in 2 Pokémon geteilt. Wenn Kyurem tatsächlich existiert, kann es sich bei ihm um nicht viel mehr als ein Überbleibsel handeln. Meinst du nicht auch? Hä? Was ist das für ein Lärm? Was ist hier los? Kennt ihr zufällig das Schiff? Ich kenne es. Als wir in Stratos City angekommen sind, hat sich ein Typ da gesagt, wer baut heutzutage noch Segelschiffe? Und das ist das Schiff. Das stand zuvor in Stratos City. Was passiert da? Ach du heilige Scheiße. Die
Die ganze Stadt verschwindet im Eis. Eiskristalle. Los, Master, setze Drachenhut ein. Sehr cool mit dem Maxas gemacht. Mach dir nichts draus, Maxas. Du hast gute Arbeit geleistet. Ich hätte es mir größer vorgestellt. Das Eis hat nicht mal einen Kratzer bekommen. Wie ist das überhaupt möglich? Und wie das möglich ist. Dich kenne ich doch. Du warst im Schloss von N. Es ist bitter kalt. Zittere am ganzen Körper. Doch obwohl ich so erbärmlich friere, spüre ich, dass ich am Leben bin. Wie? Das ist Beweis genug für meine Existenz. Aber gut. Dieses spezielle Eis ist das Produkt von Team Plasmas meisterhaften technischen Fähigkeiten. Solange wir das Biest in unserer Gewalt haben, gibt es keine Möglichkeit, es zum Schmelzen zu bringen oder es zu zerschlagen. Kommen wir aber nun zum Geschäft. Arena Leiter Lysander, bitte handy uns auf der Stelle, in denen es Chaos. Ich habe auch bitte gesagt. Hier in Twin Drake City trifft die Vergangenheit auf die Zukunft. Daher ist es der ideale Ort, in den Eskal. Er vermag, das gespaltene Pokémon-Paar wieder miteinander zu vereinen. Vor 2 Jahren bin ich Zeuge eurer Verbrechen geworden. Du glaubst doch nicht allen Ernstes, ich würde euch einfach so den DNS-Kal geben. Nein, das war mir klar. Du machst es mir wirklich nicht leicht. Wäre die Kanone einsatzbereit, will ich dir mit einer weiteren Salve Eisgeschosse drohen. Aber das ist sie leider nicht. Uns bleibt also nichts anderes übrig, als uns einständig auf die Suche nach dem DNS-Kal zu machen. Auch wenn die Kälte die Sache noch weiter kompliziert. Was für ein ungeheuerlicher Haufen. Dennis, ich brauche deine Hilfe. Wir müssen Team Plasma aus Twin Lake City vertreiben. Ja. Es hängt mal wieder die ganze Weltexistenz, die einzige Möglichkeit, den Weltuntergang zu verhindern, liegt in einem Jungen, der eigentlich noch im Vorschulalter ist. Ja, moin. Hey, was guckst du so? Ja, verschaut nicht mal den jungen Mädchen vor dem Plasma. Nun, er lädt sich dazu und der sich über 2 Jahre aufgestaut hat. Das ist dir gegenüber natürlich ein bisschen unfair, alter Mann. Weil wir uns gerade zum ersten Mal gegenüberstehen. So, dann ist auch noch einer. Verloren. Ich hatte nicht die geringste Chance. Der Max hat mich und mein Team bisher hierher geschleudert. Hä? Eigentlich kann man gegen den kämpfen? Vorzeichen nicht. Aber gegen den! So, wir werden jetzt die Twin Drake City von Team Plasma bereinigen. Dreckspack. Ein Guckmarder. Mit einem Guckmarder kommst du an. Los, Nico, mach es fertig. Level 44 ist es. Wir sind zwar immer noch 2 Level tiefer. Aber das juckt nicht. Powerblick, ja, wir können nicht fliehen. Ich hatte auch nicht vor zu fliehen. Weil, mit dich, Wäschling. Ja, da kommen wir schon. Dich kriegen wir fertig. Nach Fette. Oh, hast du Angst? Ein Slimeck. Zufällig setze ich eine Psycho-Attacke ein. Wenn du ein bisschen Grips in der Birne hättest, dann hättest du das gewusst. Und dann hättest du nicht Slimeck eingesetzt. Weil Psycho auf Gift sehr effektiv ist. All das war sehr, sehr dumm von dir. Das beweist, was für ein mickriges Gehirn du hast. Und verpiss dich einfach von Twin Drake City. Hast du das verstanden? Tschüss. Der hat's anscheinend nicht verstanden. Dann muss dein Guckmaler auch nochmal darunter leihen. Level 43, wir werden nochmal stärker. Auch wenn wir hier nur Schwächlinge vor uns haben. Verpiss dich. Was? Kann man ohne Anwendung von Gewalt so viel aus einem Pokémon herausholen? Indem man mit Liebe mit dem Pokémon umgeht.
Ich will jetzt eigentlich noch so viele Beleidigungen raushauen. Ja, das ist einfach so verdient. So, wie sehen momentan die Levels. Ich möchte mal ein bisschen Michelle trainieren. Da wir ja beim Arena-Leiter gesehen haben, dass die Entwicklung wohl bald bevorsteht. Daher will ich da auch mal ein bisschen drauf schwitzen. Golbert. Ja, da haben wir doch Michelle genau richtig eingesetzt. Einmal Steinhagel und das Golbert ist hoffentlich weg. Ob es dann wirklich weg ist, werden wir dann gleich sehen. Steinhagel. Ach, der denkt auch wieder, wir haben keine Chance und er will uns nicht fischen lassen. Aber guck mal, was Michelle für eine schöne Attacke für dich hat. Okay. Macht jetzt nicht ganz so viel Schaden. Ist aber egal. Wenn-Schnitt. Mehr Glück als Verstand, sage ich dann nur. Mehr Glück als Verstand. Ist mir aber scheißegal. Super Drang. Ja, guckst du schlecht. Vollidiot. 81 KP haben wir. Natürlich noch ein Critical Hit. Also, wie viel macht Tafelwasser? 50 KP. Aber es wird dann racist hier mal übertragen. Wenn der Typ hier so viel Glück hat mit Windschnitt. Also dazu sage ich jetzt mal nichts. Dazu sage ich jetzt sicher mal nichts, wie viel Betrug das war. Dreimal hintereinander im Volltreffer. Das war mehr als Betrug. Ey, nee. Alter, da kann ich mich wieder komplett aufregen. Die Ponytox. Ja, komm. Nico, komm du nochmal nach vorne. Chineser. Trotzdem hat der Schwabbänge hier gar keine Chance. Ja, schau so schlecht. Hä, hat Nico jetzt keine EP bekommen? War doch schon mal. So, erstmal kurz Michelle jetzt heilen. Komplett unverdient. Siegt worden. Oh, Beleber, da haben wir ja eh noch ein paar. Die Häuser kommen jetzt auch erstmal nicht rein. Geht's durch? Da ist noch jemand. Na, du Schwächling? Mit was möchtest du jetzt hier kämpfen? Mit einem Carpador oder was? Die Petis. Kann mir auch nichts. Bohnen auf Gift eigentlich sehr effektiv, das weiß ich jetzt sogar. Probieren wir es mal aus. Erdcrafter. Bam. Ja, ist sehr effektiv. Wunderbar. Haben meine Erinnerungen mich nicht getäuscht. Level 43. Easy. Smogmog. Der hat wahrscheinlich Schwebe oder so. Das heißt, wieder rüber zu Nico. Gar nichts drauf, der kommt ja nicht mal zum Zug. Level 44 für Nico, wunderbar. Also hier laufen die XP einfach nur mal wirklich schnurstracks zu mir zu. Fing mal ein, hatte man uns nicht aufgetragen, die Arena ganz besonders gründlich zu durchsuchen. Aha, ein Indiz, dass wir zur Arena müssen, aber ich will noch mal kurz was schauen. Weil ich meine, man konnte auch gegen den hier unten kämpfen, aber nee. Okay.
Das ist jetzt der Indiz wirklich dafür, dass wir zur Arena müssen. Dann let's go. Da ist er. Ich weiß nicht, ob wir gleich gegen den kämpfen. Aber wir belassen uns mal so hier. Jetzt muss ich nur in dieser Kälte auch noch kämpfen. Unerhört! So sei es. Solange ich noch zittern kann, bin ich am Leben. Der hat so einen dicken Pelzmantel an und zittert. Schwächling. Guck mal, was wieder eingepackt ist. Der kann doch gar nicht frieren. Uiuiui, ein Frigomentri. Da müssen wir gleich Michelle auswechseln. Eis. Gegen Michelle ist nicht gut. Vier verschwächert Michelle. Dagegen. So, dann Finn, komm du. Eis ist doch dein Gebiet. Ja, war klar, dass er gleich Eisstrahl einsetzt. Da wäre Michelle sowas von weg gewesen. Och nee. Das ist jetzt sehr unfair. Da wechsle ich gleich wieder aus. Zu. Ah, René, ich weiß nicht. Kannst du mal probieren mit René. Okay, sehr schön. So, Kraftwelle. Er greift so als erstes an. Uiuiui. Und es macht nicht ganz so viel Schaden, also wir kriegen es hin. Tu mal. Uiuiui, René. Sehr schön. Oh, fast der Verb. Es kommt noch eins. René, mach du mal weiter. Ist Schild. Kann er ruhig machen, weil wir greifen eh physisch an. Nicht speziell. Ja, super. 44 für René. Und jetzt noch Sneebunner. Theoretisch könnten wir da gleich mal weiter einsetzen. Überlegen, soll ich einen Supertank zücken, sicherheitshalber? Ich zücke mal sicherheitshalber einen Supertank, auch um zu sehen, was er macht. Schlitzer. Ist nicht sehr effektiv. Sehr schön. Ja, Schlitzer hat halt eine hohe Volltrefferquote. Naja, aufpassen, aufpassen, aufpassen. Aber gut. René regelt das. Sehr schön. Das zeigt mal wieder, wie gut es ist, wenn man wirklich ein Team hat mit ganz vielen unterschiedlichen Typen. Du bist sehr stark, Trainer. Man sieht deutlich, dass du ein ganzes System dem Pokémon verschrieben hast. Ich muss mich nun leider verabschieden. Die Kälte halte ich nicht länger aus. Stell dir nur mal vor, wie es wäre, wenn ganz ein All von Eis bedeckt wäre. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen wir den DNS-Keil und sonst in Besitz bringen. Koste es, was es wolle. Nein. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Du hast die Stadt gerettet. Vielen Dank auch an dein Team, das so tapfer für Twin Dark City gekämpft hat. Erlaube mir bitte es so ein. Das ist das Mindeste, was ich für dich tun kann. In der Nähe ist zwar gleich ein Pokécenter, aber egal. Bitte warte hier einen Augenblick, bin gleich wieder da. Und schon bin ich wieder da. Das muss ein neuer Streckenrekord sein. Sieh hier, Dennis, der DNS-Keil. Ich weiß gar nicht, wie froh ich bin, dass er nicht in die schmutzigen Hände von Team Plasma gefallen ist. Ich weiß zwar nicht, was diese Halunken im Schilde führen, aber es kann nichts Gutes sein. Wer erwartet, dass sie ihn also in der Arena versteckt gehalten. Das war sehr schlau von dir. Ohne dich kommt niemand dort rein. Ein besseren Wächter gibt es nicht. Sicher ist das auch der Grund, weshalb du dir deine Arena neu eingerichtet hast. Aber nun gehört der DNS-Keil uns. Sag bloß, ihr habt die 7 Weisen nur benutzt, um selbst an den DNS-Keil zu kommen. Das ist erfasst. Der Zweck heiligt die Mitte. Das ist unsere Devise. Ein ist sicher charismatischer als wir und weiß, sich beim Volk beliebt zu machen. Aber diesen Mangel gleichen wir mit roher und brachialer Gewalt aus. Wir lassen den Leuten gar keine andere Wahl, als sich uns zu unterwerfen. In dieser Hinsicht waren die letzten 2 Jahre eine echte Geduldsprobe für uns. Adi.
Na schön, es ist ihnen also gelungen, mir den DNS-Code zu entreißen. Hey, die waren doch gar nicht mal in der Nähe von ihm. Die waren mindestens 1-2 Meter entfernt die ganze Zeit. Oder sind die auch generell... Ist das eine Teleportation, was sie machen? Oder ist das Unsichtbarkeit? Wenn es Unsichtbarkeit ist, na gut, dann kann man es dann wollte er entrissen. Das kann ja dann sein. Haben wir ja nicht gesehen. Aber wenn es nur Teleportation ist, hätte man ihn wenigstens mal kurz bei ihm sehen müssen, also dass der DNS-Code entrissen wird. Aber ich werde ihn mir zurückholen. Und zwar auf der Stelle. Okay. What a Wunsch. Hui. Ja gut, oder nicht. Gehen wir erstmal hier Richtung Poké-Center. Da ist der Typ. Hast du mir etwa vor, den NSK abzunehmen? Und der nächste Kampf. Oh, der Part ist ja eigentlich schon längst vorbei. Gut, dem sind wir jetzt noch in diesem Part. Es gibt einen längeren Part. Ich habe da jetzt überhaupt nicht auf die Zeit geschaut. Daher tut mir sehr, sehr dolle leid. Ja, die Antrie. Okay, Erdkräfte. Komm, Michael, du bist als erstes dran. Wunderbar. Sehr effektiv, glaube ich. Und es ist weg. Noch ein Abzug. Komm, mach mal weiter, mach mal weiter. Du kriegst das hin. Nachthieb. Komm, das juckt dich nicht. Ah, es ist doch nur normal effektiv. Komm, René. Kriegst das hin. Nein, ich find's sauer. Oh. Ich glaube nicht sehr effektiv. Ja. Das war jetzt ein bisschen dumm, aber er setzt eh nur Schwertern sein. Ah, René ist kurz bei Level 45. Sehr schön. Level 45. Wunderbar. Noch ein Gladirantri. Ja, komm, weiter hier. Das letzte Pokémon, glaube ich. Jo. Er ist besiegt und wie es dann weitergeht, das seht ihr dann im nächsten Part. Bis dahin und bye bye.